Ich möchte heute über den Prozess von Bhakti Yoga sprechen. Den Prozess des spirituellen Lebens, so wie ihn die Gaudiya Vaishnava Tradition lehrt, basierend auf den vedischen Schriften. Wir sind in der Gaudiya Vaishnava Tradition, die eine besondere Art der Spiritualität vermitteln möchte. Und diese Spiritualität ist praktisch. Es ist ein sehr praktischer Prozess, wie wir wissen. Wir tun etwas. Es ist nicht nur philosophisch, nicht nur etwas, das man liest, sondern etwas, das man tut. Und letztendlich deshalb, weil die Seele grundsätzlich aktiv ist. Deshalb ist der Bhakti-Yoga-Prozess der Weg und das Ziel. Also das, was wir jetzt tun, das werden wir ewig tun. Das, was wir jetzt tun, ist die ewige Betätigung der Seele. Chivera Swarupai Krishnera Nitya Das, heißt es im Chaitanya Charitamrita. Die Seele hat die Chivera Swarup. Swarup heißt Form, eigene Form. Und eigen heißt damit ureigen, könnte man sagen. Also die ureigene Form des Chiva wird hier beschrieben. Also nicht eine Form, die man nur zeitweilig angenommen hat, nicht eine Chiva Rupa. Eine Form, die der Jiva momentan hat, sondern Swarupa, seine eigene Form, die eigene Form des Jiva. Und Jiva steht für Lebewesen, das, was lebendig ist. Der Körper ist nicht lebendig. In der Hinsicht stirbt der Körper auch nicht, weil er niemals gelebt hat. Richtig? Der Körper hat nie gelebt. Er wird nur belebt, aber er selbst lebt nicht. Solange die Seele im Körper ist, hat der Körper Lebenssymptome. Aber er selbst ist nicht die Quelle für Leben selbst. Das ist, wie wir wissen, die Seele. So, die Seele ist das, was lebt. Leben heißt, ja, was heißt Leben? Das ist mal eine interessante Frage. Was heißt Leben überhaupt? Was bedeutet Leben? So wie wir das verstehen, ist Leben die aktive Existenz eben der Seele. Und diese ist interessant, wenn man ontologisch vorgehen möchte. Ist gar nicht so leicht. Eigentlich viele Philosophien und Wissenschaften sind ontologisch. Ontologie ist die Lehre des Seins, vom Griechischen, glaube ich, was, oder Latein. Ons heißt das Sein. Und Ontologie ist eigentlich eine Sparte in der Philosophie, bei der man eigentlich grundsätzlich verstehen möchte, was etwas ist. Um etwas zu definieren. Man möchte meinen, oh, das ist ja in jeder Philosophie der Fall. Nicht in jeder. Es gibt auch Moralphilosophie zum Beispiel. Da geht es mehr um Praktisches der Philosophie. Aber die Ontologie, da geht es darum, zu verstehen, was ist etwas an sich. Und man möchte immer weiter dahinter gehen, um eine Sache in ihrer Grundkonstitution zu verstehen. Nicht vielleicht in ihrer Wirkung, in ihrer Anwendungsweise, in späteren Aspekten einer Sache. Mal grundsätzlich, was ist diese Sache sozusagen isoliert betrachtet? Das heißt Ontologie. Und manchmal denkt man in der Hinsicht nun, ja, man möchte verstehen, ja, was ist Leben? Ne? Nur um diesen Punkt zu betrachten, was ist Leben? Und an Leben kann man an seinen Wirkungen beschreiben, an seinen Symptomen, aber was ist es an sich? Und es ist gar nicht mal so leicht, die Dinge an sich zu verstehen. Ich habe mal gehört, ich habe mich nicht eingehend damit beschäftigt, aber ich habe den Namen vergessen, wie hat er geheißen? Ein berühmter Philosoph und auch Mathematiker, atheistischer Mathematiker, wie ist der? Einer der berühmtesten. Stephen Hawking? Nein, viel älter. Ich habe den Namen vergessen. Naja, jedenfalls der wollte. Nein, atheistisch. Vergessen. Jedenfalls, der wollte ein Buch schreiben, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Principia Mathematica. Principia Mathematica. Und darin wollte er die Prinzipien der Mathematik beschreiben. Ist jetzt nicht so alt eigentlich, also war schon im 19. Jahrhundert. Und es ging dann darum, ja, die Prinzipien zu beschreiben. Also man möchte wirklich immer weiter nach hinten gehen, um zu beschreiben, was ist etwas. Und das heißt, allein bei der Definition der Frage, was ist etwas, eins haben sie aufgeben müssen. Weil
So wie auch in der Atomlehre. Ja? Was ist ein Atom wirklich? An einem gewissen Punkt geht es nicht weiter. Wir können sozusagen nicht noch detaillierter gucken. Oder wir können nicht noch detaillierter sehen. Man kann, an einem gewissen Punkt wird es einfach zu grundlegend vielleicht, dass wir verstehen können. Und so kommt man zu dem Mysterium von Krishna letztendlich, der ja der Grund und die grundlegende, die Basis von allem ist. Und die können wir dann gar nicht mehr wirklich verstehen, warum etwas ist. So diese Frage nach dem Warum, der möchte man danach auch nachgehen. So, aber zurück zu unserem Prozess des Bhakti-Yoga. So, das Lebewesen ist die Seele und diese Seele ist ein aktives Wesen, das möchte, das in den Schriften heißt es auch, die Seele ist freudesuchend. Ja, freudesuchend. Anandamayi Bhyasat heißt das im Vedanta Sutra. Anandamayi Bhyasat. Was sich primär eigentlich auf das Brahman bezieht, im Brahma Sutra oder Vedanta Sutra geht es eigentlich mehr um das Brahman. Aber Prabhupada extrapoliert in der Hinsicht, dass sich das auch auf die Seele bezieht. Also dieses Anandamayi Bhyasat bezieht sich auch auf die Seele. Freude suchend. So, das ist eines der Grundprinzipien dann des Lebewesens. Es sucht nach Freude, Ananda, nach Erfüllung, nach Glückseligkeit. Das heißt nicht, dass die Seele immer diese Ananda findet, beziehungsweise findet nicht die wahre Ananda, die wahre Glückseligkeit oder Erfüllung. Das ist schwer zu finden. Aber sie sucht nach Freude, projiziert ihre Hoffnung, dass Freude existiert, in irgendeine Sache hinein und versucht das dann zu genießen. Und versucht das zu genießen und erlebt vielleicht in ihrer Verwirrung für gewisse Zeit Freude. Ja, das ist toll, jetzt im Riesenrad hier 25 Runden zu drehen. Das ist was Schönes, ja. Das ist toll, ja, weil sie so diese überzeugt ist, das muss doch ein bisschen Spaß machen. Aber letztendlich nicht. So, das ist eines der Grundprinzipien dieses Lebewesens, der Seele. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt, Jiva Swarup, Krishna Nityadas. Diese Swarup, diese ureigene Form und damit auch ihr Wesen ist Krishna Nityadas. Ein Diener von Krishna zu sein. Das ist die ursprüngliche Position der Seele, die wahre Form, das wahre Wesen der Seele. So, und dieses Krishna Nityadas ist nicht abstrakt. Das ist nicht mehr abstrakt, das ist in unserer Tradition konkret. Ja, das ist nicht, wenn man das so hört, Krishna Nityadas, okay, ich bin ein Diener von Krishna. Gut, aber was bedeutet das ganz genau? Natürlich, wir dienen nun schon Krishna, aber noch mit unserer materiellen Identität. Es ist eine Mischung. Es ist eigentlich sind wir gerade im Transformationsprozess hin zum Krishna Nityadas, zum konkreten Nityadas. Weil die momentane Situation ist immer noch ein Produkt unseres Egoismus. Und dieser Körper ist, wie es auch heißt, Kama-Rupa, eine Form von Lust. Erstens produziert durch andere Kama-Rupas, unsere Eltern haben diesen Körper produziert. Und er wurde uns gegeben durch das Karma aufgrund unserer eigenen Lust. Das ist ein Produkt unseres eigenen Karmas. So, Karma Rupa durch Karma. Diese Form der Lust durch das Karma. Und hat in der Hinsicht nichts mit Krishna zu tun. So, was wir hier momentan tun, ist einfach nur, wir machen, wie man sagt, das Beste aus einem schlechten Geschäft. Bhakti-Yoga, den wir jetzt tun, ist praktisch wir machen das Beste aus einem schlechten Geschäft. Ja, wir haben halt nun mal diesen Körper, diese Situation, wir verwenden es in Krishnas Dienst, aber es ist nicht das Ideal. Und das Ideal ist in der Situation, in der alles auf Krishnas Dienst gerichtet ist und perfektioniert ist und perfekt für Krishnas Dienst ist. Und das ist eben in einer spirituellen Situation, die Krishna entspricht. Und dieses Vorbild, dieses Ideals, das ist Vrindavan, Goloka Vrindavan, das ist das Ideal. Dort ist alles optimiert, perfektioniert, um Krishna zu dienen, Krishna entsprechend. Das ist unser Vorbild. Das möchten wir erreichen. Also,
Unsere Gaudiya Vaishnava Philosophie möchte uns das kommunizieren, dass wir das erreichen können. Nun ist die Frage, möchten wir das erreichen? Weil der Antrieb, um diese Realität zu erreichen, liegt im Individuum. Jeder von uns kann sich dafür entscheiden, Vrindavan zu erreichen. Nun muss man sich die Frage stellen, will ich überhaupt noch Vrindavan? Das ist eigentlich das Angebot von Chaitanya Mahaprabhu. Das ist das Angebot, das ist die Option, die wir haben. Und wenn man es richtig ernsthaft betrachtet, dann muss man zur Erkenntnis kommen, ich will nicht nach Vrindavan. Das ist die Situation, das ist die Realität. Weil wenn ich nach Vrindavan wollen würde, dann würde ich ganz anders handeln. Dann würde ich ganz anders handeln. Ich wäre viel bemühter, als wir es jetzt sind. Und deshalb spricht Rupa Goswami auch von diesem Kriterium, das darüber entscheidet, ob du ein fortgeschrittener Devotee bist, ob du wirklich auf dem Weg bist, liegt in deiner Begierde. Liegt in der Begierde, Krishna bewusst zu sein und der daraus entstehenden konsequenten Bemühung, überzeugten, ernsthaften Bemühung. Und solange das nicht der Fall ist, sind wir im Prozess vom Sadhana-Bhakti-Yoga, nicht Sadhana, Vaidhi-Sadhana-Bhakti-Yoga. Wir tun es nur, weil wir müssen. Und dieser Drang, diese Überzeugung des Müssens kommt einfach von intellektueller Überzeugung. Einfach, weil wir intellektuell wissen, das ist gut für mich. Das steht da. Prabhupada sagt das. Wir sind nicht wirklich selbst überzeugt. Wir wurden überzeugt, sozusagen. Oder diese Überzeugung ist noch nicht wirklich unsere Überzeugung, weil sie befindet sich auch noch nicht auf der seelischen Ebene. Es ist noch nicht Überzeugung der Seele, es ist eine intellektuelle Überzeugung. Man kann sagen, hey, das ist ja meine Überzeugung. Ja, es ist die Überzeugung deines Intellekts sozusagen. Dir ist es intellektuell klar, dass du das machen sollst. Ich soll den vier regulierenden Prinzipien folgen. Ja, weil das ist sehr wichtig, weil sonst gibt es Reaktionen und das erfreut Krishna und Prabhupada sagt das, okay. Aber es ist noch nicht zu unserem Wunsch geworden. Und das ist der Punkt, wenn es zu unserem Wunsch wird, wenn es unsere Begierde wird, und das ist sicher nicht schwarz und weiß, das ist sicherlich auch ein Übergang. Ja, manchmal fühlt man sich vielleicht mehr inspiriert und das kommt mehr aus der eigenen Überzeugung. Und manchmal ist es mehr ein Ich muss, oder ich, ja, weil es eben der Prozess vorgibt. Aber ja, es muss zu unserer ureigenen Überzeugung werden, zur eigentlich seelischen Überzeugung, so wie eben im Ideal von Goloka Vrindavan die Gottgeweihten handeln. Sie handeln dort aus Liebe. Das ist der Unterschied. Sie handeln tatsächlich aus Liebe. Und deshalb sagt Prabhupada immer spontane Liebe. Dieses Wort spontan ist sehr interessant. Warum verwendet Prabhupada das? Spontaneous Love. Weil es nicht mehr vom Geist kommt, es ist nicht mehr rationalisiert, es ist nicht mehr durchdacht, kalkuliert, aha, aus diesem Grund soll ich das tun. Nein, es kommt von Spontanität, in der Hinsicht kommt von der Seele. Es hat keinen anderen Ursprung mehr als den eigenen. Es kommt wirklich von der Person selbst, Krishna zu dienen. Es kommt nicht mehr von einem externen Grund, es kommt nicht mehr von einem materiellen Grund, es kommt nicht mehr von einem intellektuellen Grund. Ja, so das ist, wohin wir kommen müssen, zu dieser Überzeugung. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Das ist ganz und gar nicht leicht. Aber je früher wir das erkennen, dass das einer der Hauptpunkte ist und daran arbeiten können, desto besser. Manche Devotis verstehen das vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang gar nicht. Und man hätte schon früher was ändern können. Und junge Devotis können das von Anfang an vielleicht schon einarbeiten in ihren Dienst. Und deshalb sagt Rupa Goswami auch, was reiner hingebungsvoller Dienst ist. Weil da spricht er davon, wenn du Krishna dienst, um ihn zu erfreuen. Und ich habe letztes Mal auch schon darüber gesprochen, aber es ist einfach so wichtig. Es gibt zwei Punkte. Eine Tätigkeit tun, die Krishna erfreut, und beziehungsweise der andere Punkt, eine Tätigkeit tun, die Krishna erfreut, mit der Absicht, Krishna zu erfreuen. Und dieser zweite Punkt ist sehr schwierig.
Sehr schwierig. Krishna erfreut es, wenn wir Hare Krishna chanten, die Deities verehren und so weiter. Aber das Element, das noch dazukommen muss, was viel schwieriger ist, ist noch die Tätigkeit, die Krishna freut, zu tun mit der Absicht, ihn zu erfreuen. Das ist sehr schwierig. Und das ist das, was Anyabhilashita schon, nicht Anukulina Krishna nur eigentlich heißt. Shilanam, Shilam Dienst. Ja? Anukulina, dieses Anukulina. Sehr schwierig, sehr schwierig. Und um all das zu verstehen, brauchen wir oder hilft ein sogenanntes, sozusagen ein lebendes Beispiel. Wir lernen immer besser von lebenden Beispielen. Darum ist der Acharya so wichtig, jemand, der durch Beispiel lehrt. Er lehrt nicht nur durch Worte, der Acharya lehrt auch durch das Beispiel. Er zeigt, wie es funktioniert, so wie im Srila Prabhupada. Und Prabhupada kommt in einer Tradition der Acharyas. Wer ist der ursprüngliche Acharya? Das ist Chaitanya Mahaprabhu. Er ist der ursprüngliche Acharya der Gaudiya Vaishnava Tradition. Und er hat das auch getan. Er kam, um zu lehren. Er kam, um zu zeigen. Er lehrte durch das Beispiel. Krishna kommt in der Form seines eigenen Dieners, um zu zeigen, was er von uns erwartet. Um zu zeigen, nicht zu sagen. Um es zu zeigen. So, er möchte, dass wir diesen Prozess des Bhakti-Yogas aufnehmen. So, was ist dieser Prozess? Wie gesagt, die Seele ist ursprünglich ein Diener von Krishna. So, wie kommen wir nun, und ich habe gemeint konkret, wie kommen wir nun zu unserem konkreten Dienst, zu unserem ureigenen Dienst? Weil das, was wir jetzt tun, ist zwar in allgemeiner Form das, was wir später auch tun werden, aber es ist noch nicht konkret. Es ist noch nicht konkret. Die Einwohner in Vrindavan haben ihre individuelle Form, ihren individuellen Dienst, ihre individuelle, konkrete, persönliche, einzigartige Situation, Position. Und das ist eigentlich die Bemühung, die wir machen, dass wir wollen auch zu unserer Swarup kommen, zu unserer wahren eigenen Form. So, wie machen wir das? So, Rupa Goswami erklärt das im Bhakti Rasamrita Sindhu und Srila Prabhupada hat eine praktische. Und da, ich muss jetzt dazu sagen, das ist ein Thema, das für mich selbst noch nicht 108% klar ist, weil man sieht das selbst in ISKCON, dass man da wird auch viel darüber gesprochen, ja, wie ist das nun gemeint, wie soll das funktionieren, wie hat es Prabhupada gemeint, ist das, was Prabhupada gesagt hat, schon alles oder muss man auch bei Prabhupada zwischen den Zeilen lesen, wie manchmal gesagt wird, ja, muss man da auch zwischen den Zeilen lesen. Ist es so, dass Prabhupada's, ja, okay, das zwischen den Zeilen lesen ist vielleicht der Punkt. Und ich meine, eigentlich muss man nicht zwischen den Zeilen lesen. Man muss vielleicht selektiv lesen. Nicht alle Unterweisungen von Prabhupada gelten für alle Devotees zur gleichen Zeit. Da gibt es Anweisungen, die sind definitiv für Devotees, die in einem anderen Entwicklungsstadium in ihrem spirituellen Leben sind. Und nicht jede Unterweisung von Prabhupada ist für dann mich jetzt höchst für mich relevant. Das mag interessant sein, das mag auch wichtig sein, das soll man wissen. Im Besonderen, wenn man dieses Wissen weitergeben möchte, weil man verstehen muss, wer steht wo und für wen ist dann welche Anweisung wichtig. Und dann ist gut, wenn man auch weiß, was Prabhupada dieser Person gesagt hätte. So gut man das halt dann vielleicht herausfinden kann. Aber dennoch ist der Informationsreichtum von Prabhupadas Lehren sehr umfangreich. Und Prabhupadas Lehren sind nicht, strukturiert ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind, ist nicht wie ein Studium oder ein Kurs. Ja? Du hast nicht Prabhupada ein Buch geschrieben für die erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Ja? Du hast in Prabhupadas Büchern alles drin. Ja? Deshalb Prabhupada schrieb das Bhagavatam am ersten Kanto ja speziell so, damit da schon mal alles drin ist, mehr oder weniger. Weil er nie wusste, wie lange wir da noch bleiben können. Und dann hat er das Krishna-Buch gegeben, in dem auch eigentlich alles drin ist, weil er das Krishna-Buch für Anfänger geschrieben hat, aber gleichzeitig für Fortgeschrittene. Und so ähnlich ist das fast mit allen Büchern von Prabhupada, mit der Ausnahme vielleicht zum Chaitanya Charitamrita. Da denke ich, das ist schon eher für die etwas mehr Wissen haben. Aber sonst nicht einmal Nektar der Hingabe. Obwohl Nektar der Hingabe eigentlich ein Buch ist für die Fortgeschrittenen, hat es dennoch Prabhupada sehr früh verfasst und auch so, damit es auch Anfänger lesen können.
So, Chaitanya Charitamrita kam dann eher später. Aber dennoch, mein Punkt ist, Prabhupada hat sehr fluide gelehrt, sozusagen. Ja? Er hat von überall etwas kommuniziert. Genau, und deshalb braucht es vielleicht ein eher selektives Lesen oder auch ein Verstehen von Prabhupadas Lehren. Und deshalb, es gibt Devotis, die ja auch verschiedene Study Guides oder Bücher herausgebracht haben und sich auf ein Thema konzentriert haben und das aus Prabhupadas Büchern herausgezogen haben. Wie zum Beispiel ein Buch, das ich vor kurzem auch ein bisschen angelesen habe, das heißt Namamrita. Sri Namamrita. Ein Buch, da geht es um das Chant des Heiligen Namens. Und dieses Buch ist eine, wie wir sagen, Zusammenstellung von Aussagen von Srila Prabhupada über den Heiligen Namen. Aus verschiedensten Quellen, aus verschiedensten Texten und es sind nur Aussagen von Prabhupada drin. Aus Interviews, aus Briefen, aus Büchern, alle möglichen Texte wurden da herausgezogen und nur in Bezug zum Heiligen Namen. Und dann wurde das Buch auch strukturiert. Ja, und das Praktische und der Effekt des Heiligen Namens in Bezug zu wie geht man zurück nach Hause und so weiter. Hast du das Buch zufällig gestern zu verschenken unten gestellt? Nein, es war nicht zum Verschenken. Ist dein Buch? War das dein Buch unten? Das ist von der Tempelbibliothek hier. Und das ist wieder an. Ich habe es für dich dahin gelegt, weil du mich ja gefragt hast. Okay. Aber es gehört eigentlich der Tempelbibliothek, die momentan in Kisten irgendwo ist. Ich weiß nicht mal, wo die Tempelbibliothek ist. In Mahavishnu drin. In Mahavishnu? Ist wieder zurückgegangen? Wird sich hoffentlich mal wieder manifestieren, die Tempelbibliothek. Ja, okay, gut. Ist okay. Ist mir gerade halt eingefallen. So, und das finde ich gut. Ich finde das gut, wenn Devotis sich mit Prabhupadas Lehren auch themenorientiert beschäftigen. Es gibt auch Bücher über Varnashram Dharma, was hat Prabhupada dazu gesagt, und eben diese Themen auszuarbeiten. Oder Bücher, die wirklich fürs, wie wir sagen, Predigen sind, für die Straße sind, Anfängerbücher wie die Schönheit des Selbst oder und so weiter. Ja? Und mir ist jetzt nicht klar, ob es jetzt auch schon Bücher gibt, die sich vielleicht mehr über die fortgeschrittenen Themen damit beschäftigen. Wäre auch interessant, wenn das gemacht wird. Aber weil es in der Hinsicht so viel Diskussion gibt und auch Missverständnisse, die ich sicherlich nicht lösen kann, versuche ich auch für mich zu verstehen, okay, wie hat es Prabhupada dann gemeint? Weil manche sagen wirklich, Prabhupada hat wirklich nur das ABC gegeben und um weiterzugehen, muss man sich an andere wenden. Und das können wir nicht akzeptieren. Es mag Devotis geben, die sich mit fortgeschrittenen Themen beschäftigen und die uns dann helfen, diese zu verstehen, aber sie müssen immer in Bezug zu Prabhupada lehren, wie jeder Devoti. So, und nun zu diesem Prozess von Bhakti-Yoga, so wie ich das meinem Wissensstand momentan, sage ich mal, verstehe. Das mag sich ändern, das mag sich vielleicht gravierend ändern, aber wie ich mir da einen Reim draus machen möchte. Und ich meine, wenn das stimmt, dann wäre das sehr gut und positiv und auch sehr gut zu kommunizieren. Und dann kann ich auch Prabhupada besser verstehen, warum er das so gemacht hat. So, also Rupa Goswami erklärt in Bezug zu Sadhana, zu Yoga, Bhakti Yoga. Wir wollen nach Vrindavan, das ist klar. Wir wollen nicht nach Vrindavan. Wir wissen es noch nicht, wo wir hinwollen. Das mag eine Möglichkeit sein. Und er schreibt ja auch nicht nur darüber. Er schreibt hauptsächlich darüber und nicht nur darüber. Die Acharyas schreiben hauptsächlich darüber, aber geben auch andere Optionen in verschiedenen Konstellationen. Zum Beispiel Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, du gehst nach Vaikuntha, wenn du Vaidhisana Bhakti Yoga ausführst. Wenn du Vaidhisana Bhakti Yoga ausführst, gehst du nach Vaikuntha. Und er erklärt, ich müsste nochmal nachlesen, vielleicht kann sich jemand erinnern, in spezieller Situation wirst du eine der Königinnen in Dwaraka, wenn es eben nicht die Stimmung von Vrindavan ist. Aber ich muss mal gucken, in welcher speziellen Konstellation er das gegeben hat. Aber er hat so eine Art Kategorisierung gemacht, wer geht wohin, wenn er welche Art von Bhakti-Yoga ausführt. Ja? So, es ist nicht so, dass alle nach Vrindavan gehen, alle nach Vrindavan wollen, aber es ist der Fokus, der Hauptfokus der Gaudiya Vaishnava Tradition. Vishwanatha Chakravarti Thakur ist auch so, dass er fast schon davor warnt, etwas anderes zu tun, was nicht nach Vrindavan führt. Zum Beispiel sagt er,
höre nicht über Dwarakalila, höre nicht über die Königin von Dwaraka, weil sonst gehst du dorthin. Wie wenn das was Schlimmes wäre. Für einen Devoti, er schreibt in der Hinsicht, für einen Devoti, der für sich entschieden hat, ich möchte nach Goloka Vrindavan, dann mögen gewisse Themen nicht mehr relevant sein und vielleicht sogar für seine Entwicklung dieser speziellen, konkreten Form von Bhakti auch nicht mehr zuträglich sein. Aber das ist eine recht fortgeschrittene Stufe im spirituellen Leben. Das gilt nicht für uns. Und ich hatte schon manchmal die Devotees gehört, die gemeint haben, nein, über Dwaraka höre ich nicht, nein, die Bhagavad Gita lese ich nicht, nein, weil sie meinen, aus diesem Grund her soll man das nicht tun. Wo ich sage, nein, das ist nicht Prabhupadas Herangehensweise. Ganz und klar nicht. Prabhupada hat das sehr davor gewarnt, solch ein Denken zu haben in unserer Phase des spirituellen Lebens. War ein Beispiel, ja. An sich hatten sie ja recht, aber viel zu früh. Es war einfach zu früh. Okay, so, also zurück zum Punkt. Wir haben drei Formen von Bhakti, wie Rupa Goswami erklärt im Bhakti Rasamrita Sindhu. Wir haben Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti und Prema Bhakti. Und für uns ist Sadhana Bhakti wichtig, weil wir sind Sadhakas. Was heißt Sadhana? Sadhana heißt Übung, Prozess. Ja? Aber Übung ist ein gutes Wort. Du übst etwas, wenn du etwas lernen möchtest. Dann übst du. Richtig? Du übst nicht, wenn du es schon kannst. Dann tust du es. Du machst es immer noch. Es ist ja nicht, dass du etwas übst, um es nicht nach und nach zu tun. So, du übst etwas, um etwas zu lernen, damit du etwas tun kannst. Und dann kannst du es. Wie Fahrradfahren. Am Anfang übst du das Fahrradfahren. Du kannst es noch nicht. Du brauchst Stützen, musst gehalten werden, wackelst ein bisschen rum, ja, fällst vielleicht hin. Aber du übst, damit du dann endlich Fahrrad fahren kannst. Ja. Und deshalb Sadhana, deshalb ist dieses Wort Sadhana Bhakti Yoga interessant, weil es heißt eigentlich, du übst Bhakti Yoga. Du übst Bhakti. Und in der Hinsicht, du übst Krishna zu lieben. Wir üben uns darin, Krishna zu lieben. Wir lernen, Krishna zu lieben. So, deshalb ist diese von diesen drei Arten von Bhakti für uns besonders wichtig. So, Sadhana Bhakti ist das Üben von Bhakti, das Lernen von Liebe. Dann Bhava Bhakti, Rupa Goswami erklärt, das ist eigentlich schon das Ziel, aber noch nicht voll manifest. Bhava Bhakti heißt, da hast du schon diese Liebe zu Krishna, aber erst im Anfangsstadium. Und er erklärt, das ist wie ein Sonnenstrahl von Prema, wie ein Strahl von Prema, der ins Herz des Bhaktas trifft. Das heißt, auf der Ebene von Sadhana haben wir noch keine direkte Erfahrung der Transzendenz. Es ist immer noch durch das Medium der materiellen Energie gemacht. Hingebungsvollen Dienst ist immer noch durch das Medium der materiellen Energie praktiziert. Aber es ist noch keine direkte, reine Erfahrung der Transzendenz gegeben. Und bei Bhava Bhakti, da ist das der Fall. Aber es ist noch nicht voll manifestiert. Und deshalb unterscheidet Rupa Goswami zwischen Bhava und Prema. Deshalb sagt er, es gibt drei Arten von Bhakti. Sadhana, da ist noch gar keine Transzendenz. Bhava, da hast du den ersten Strahl von Prema und dann Prema voll manifest. Unterscheidet diese beiden Stufen. So, Bhava Bhakti ist in der Hinsicht noch nicht für uns relevant. Theoretisch, ja, wir sollen all das theoretisch verstehen. Prabhupada hat die Bücher übersetzt, wir sollen das lesen, wir sollen das verstehen. Aber die praktische Anwendung ist bei uns natürlich auf der Stufe von Sadhana. So, nun unterscheidet Rupa Goswami, wie wir wissen, Sadhana Bhakti in zwei Stufen, in zwei Arten. Zwei Stufen und zwei Arten, das ist auch eine Diskussion. Sind es zwei Stufen oder sind es zwei Arten? Und eigentlich ist beides richtig. Es ist beides. Und weil manchmal meiner Ansicht die Devotees das nicht verstehen, haben sie ein Problem. Ja, weil sie meinen, ja, dann ist das eine nicht für uns bestimmt. So, was sind die zwei Arten oder Stufen? Das eine ist Vaidhi Sadhana Bhakti Yoga und das andere ist eben Raganuga Sadhana Bhakti Yoga. Okay, das sind diese zwei Themen. Was bedeuten die beiden? Ganz kurz, Vaidhi heißt Regeln, also das habe ich vorher erklärt, man macht hingebungsvollen Dienst, basierend auf Regeln, intellektuelle Überzeugung, auch Angst in einer Hinsicht, Respekt, ja, ich muss das tun, sonst passiert was. Ja.
Und das andere, Raganuga, wo, darüber sagt Prabhupada, spontaner Hingebungsverdienst. Da ist schon gewisse Spontanität gegeben. Es ist nicht mehr nur mehr intellektuelle Überzeugung, es ist etwas, das von deiner Herzensebene kommt, was du wirklich möchtest, was du ausführen willst. Aber noch mehr, beziehungsweise, was ist der Übergang? Auch interessant, wann sagt Rupa Goswami, wann wird Raganuga interessant? Wenn genau dieser Punkt kommt, dieser Wunsch, wenn praktisch die Motivation für dein Bhakti-Yoga vom Kopf ins Herz rutscht. Das ist gerade der Übergang. Wenn das passiert, dann sagt er, dann machst du Raganuga. Dann beginnt Raganuga. Du machst es nicht mehr, weil du musst, sondern weil du willst. Ja? Und das nennt er, wenn das passiert, wenn dieser Wunsch entsteht, dann bist du auf dieser Raganuga-Ebene. Meinst du zurück zu dem Punkt von Absicht, Intention? Genau, auch genau, richtig, ja. Ja, auch, ja, ja. Klar, es ist noch nicht voll manifestiert, es ist nicht voll gereinigt, es ist natürlich, aber es ist der Übergang, ja. Wenn wir das verstehen, dass es meine Absicht ist, aber nicht nur das, er konkretisiert es eigentlich, weil man so in der Hinsicht, und das ist mein Verständnis, verstehe ich diesen Übergang auch als eine Phase. Weil einerseits mag der Wunsch mehr sein, ich möchte wirklich ein Devotee sein, ich möchte Krishna, ich möchte chanten und so weiter. Es ist auch verbunden mit einem gewissen Geschmack. Aber Rupa Goswami konkretisiert und sagt, es ist nicht nur ein Wunsch nach allgemeinem hingebungsvollen Dienst, sondern es ist ein Wunsch, er nennt das auch Loba oder Begierde oder Gier. Ja, Loba ist eigentlich, hat ja auch eine materielle Bedeutung. Loba ist eigentlich Gier, aber er verwendet es im spirituellen Sinn. Und er meint, es ist, wenn du einen Wunsch hast nach einem konkreten hingebungsvollen Dienst in Goloka Vrindavan und das bekommst du, weil du hörst über die Devotees in Vrindavan und dann irgendwann kommt ein Wunsch, ich möchte so sein wie er oder sie. Und da sagt er, das ist eigentlich der richtige Übergang zu Raganuga. Also es ist nicht nur ein allgemeiner Wunsch nach hingebungsvollen Dienst, sondern ganz konkret ein tiefer Herzenswunsch, ich möchte so sein wie er oder sie. Wer ist er oder sie? Oder wie kommt das zustande? Und vielleicht kommt jetzt mein Vorschlag meines Verständnisses, wie Prabhupada das auch gesehen hat oder gemeint hat oder wie Prabhupada das kommuniziert hat, weil es gibt, oder ganz kurz, bevor ich darüber spreche, was bedeutet Raganuga? Raganuga bedeutet, wie ich schon sehr oft erklärt habe, aber es immer wieder sagen möchte, dass wir es wirklich wissen, das Nachfolgen eines Raga-Devotis. Rupa Goswami erklärt, es gibt einen Rag-Atmika-Bhakta und es gibt Raganuga-Bhaktas. Der Rag-Atmika-Bhakta ist der perfekte Devoti, dessen Atman, sein Selbst, ist Raga. Raga ist Liebe. Also ein Devoti, der Krishna liebt, der praktisch Liebe ist. Und das sind die Devotis in Vrindavan. Mutter Yashoda, Nanda Maharaj, Subal Gopal, Radharani, Lalita. Das sind Rag-Atmika-Devotis. Ja, das sind Rag-Atmika-Devotis. Und ein Raganuga-Devoti ist jemand, der diesen folgt. Anuga heißt folgen. Nachgehen. Anu heißt nach und Ga heißt gehen. Nachgehen, folgen. Ja? Wem folgt er? Raga Nuga. Raga, er folgt der Liebe. Er folgt der Liebe, also nachfolgen der Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist nichts Unspezifisches, sondern ein Devote, der diese Liebe hat. So ein Raga Nuga Devote ist jemand, der folgt einem Rag Atmika Devote. Und deshalb sagt Rupa Goswami, wenn du diesen Wunsch hast, ich möchte so sein wie er oder sie, dann beginnt Raganuga. Weil du möchtest ihm folgen, du möchtest so werden wie er oder sie. So nun, wie kommen wir dahin? Das ist halt der Punkt. Wie kommen wir dahin? Einerseits natürlich durch unsere Bemühungen, durch unseren Sadhana, andererseits aber durch Barmherzigkeit. Und jetzt zu einem Thema in der Hinsicht, wie ich verstehe, dass Prabhupada das gemeint hat. Denn es gibt einen Raganuga-Sadhana, der ist verbunden mit einer frühzeitigen Offenbarung deiner Swarup. Nicht durch deine eigene Erkenntnis. Das nennt sich Siddha Pranali.
vielleicht schon mal gehört, Siddha Pranali. Das ist ein Prozess, der offenbart dir normalerweise dein Guru oder ein fortgeschrittener Devotee, meist der Guru, offenbart dir deine spirituelle Form. Und diese wird anhand von 11 Kriterien beschrieben. Das heißt Ekadash Bhava. Ekadash heißt 11. Ne? Ekadash. 11 Symptome. Ich weiß es nicht auswendig. Ja, also es war Yuta war eines davon. Was ist deine Gruppe in der spirituellen Welt? Weil in der spirituellen Welt gibt es Gruppen. Die werden angeführt von Gopis. Dann, was ist dein Alter? Was ist, und meist ist das in Bezug zu den Gopis oder Manjaris. Also du, dir wird eine, deine spirituelle Form als Manjari oder Gopi, eigentlich als Manjari, offenbart. Farbe deiner, deiner Kleidung, Complexion auf der und so weiter. Also deine Swarupa, deine spirituelle Form wird offenbart. Rupa Goswami erklärt, ich kann mich nicht an den Sanskrit-Vers erinnern, aber in seiner Definition zu Raganuga Sadhana erklärt er, dass dein hingebungsvoller Dienst zu Krishna besteht aus deiner Sadhana-Deha und Siddha-Deha. Mit zwei Körpern wird hingebungsvoller Dienst durchgeführt. Sadhana-Deha ist der physische Körper, in dem wir hingebungsvollen Dienst ausführen, chanten, Prasadam nehmen, Krishna verehren, ne? Sadhana-Deha. Und Siddha-Deha. Siddha ist perfekt, perfekter Form, perfekter Körper. Und das ist dann diese spirituelle Form, die du offenbart bekommen hast und in der du hingebungsvollen Dienst durchführst, praktisch in deiner Meditation. Das heißt, du meditierst über dich, deiner spirituellen Form, in der spirituellen Welt und dienst so Krishna. Raganuga Sadhana. Ja? So der spirituelle Meister offenbart dir auch deinen Dienst und dann meditierst du über, Krishna, über dich in der spirituellen Welt, in deiner Form und dienst dort Krishna. Der Punkt, und so soll dann durch diese Meditation, die ja eigentlich noch materiell ist, sie funktioniert auch im amateriellen Geist und sie funktioniert mit dem materiellen, und es ist eigentlich eine materielle Vorstellung, geistige Vorstellung deiner spirituellen Form. Es ist ja noch nicht eine Offenbarung der spirituellen Form. Es ist nicht, dass du dich direkt als seelisches Wesen in deiner Swarup erfährst. Es ist eine Vorstellung deiner spirituellen Form. Ein Abbild. Und dadurch soll eine Transformation stattfinden durch eine Spiritualisierung deines physischen und deines subtilen Körpers hin zu deinem spirituellen Körper. Das ist dieser Sadhana. Deshalb haben diese Acharyas auch Bücher geschrieben, die dem Sadhaka helfen, den ganzen Tag über Krishna zu meditieren. Und das sind diese Ashtakaliya Lilas. Da wird der Tag eingeteilt in 8 Teile und jeder Abschnitt dieser 8 Teile, da wird beschrieben, was Krishna gerade tut. Wir haben das in Govinda Lilamrita von Krishnadas Kaviraj Goswami, wir haben das von Vishwanath Chakravarti Thakur in seinem Krishna Bhavanamrita Mahakavya, wir haben das von Kavi Karnapur in seinem Krishnaika Kamudi. Und auch ein anderer kleiner Text von. Aber das sind die drei. Ne? Das sind die drei großen, wichtigen Ashtakaliya Lilas. So. Und dieser Prozess wird recht ausführlich von Dhyana Chandra Goswami, einem Acharya in unserer Linie, Nachfolger von Vakreshwar Pandit, beschrieben. So, das ist eine Form, eine konkrete Form von Raganuga Sadhana. Sehr klar. Und nun viele Devotis, die gucken und sagen so, noch nie gehört. Noch nie gehört. Oder nur ein bisschen. Genauso wie ich. Nur ein bisschen gehört. Warum? Warum? Weil Prabhupada fast nichts darüber sagt. Ganz einfach. Weil Prabhupada fast nichts darüber sagt. Warum sagt Prabhupada nichts darüber? Ich meine, das ist doch der hingebungsvolle Dienst. Warum sagt Prabhupada nichts? Und dann kommen sie, oh, Prabhupada hat ja nur das ABC gelehrt. Prabhupada hat nur das ABC gelehrt. Oder Prabhupada wusste das gar nicht. Oder Prabhupada wollte nicht, dass wir das wissen. Warum hat Prabhupada nichts darüber gesagt? Naja, deshalb, weil Prabhupada nicht sagt, müssen wir halt zu denen gehen, die was darüber sagen, die das gelehrt haben, müssen diese Bücher lesen, müssen das bei denen machen, müssen vielleicht auch
in eine andere Sampradaya gehen, wo das praktiziert wird. Weil es gibt Linien, in denen das einfach mehr betont wird und praktiziert wird und verstanden wird. Und das ist nicht mal die Gaudiya Math. Das ist die Babajis. Am Anfang gingen die Devotees in die Gaudiya Math. Und das war schon, oh, mittlerweile ist es ja eh schon so, naja. Aber dann gehen die Devotees weiter und weiter und weiter zu ganz weit entfernten, ganz weit entfernt nicht, sind Gaudiya Vaishnavas, aber von unserer Tradition noch weiter weg, sozusagen. So, Prabhupada spricht manchmal ein bisschen darüber. Er hat es schon angeschnitten. Hat uns Prabhupada jetzt nicht den Prozess gegeben, wie wir unsere Swarup entwickeln? Bhaktivinoda Thakur erklärt in seinem Jiva Dharma, es gibt zwei Arten von Raganuga. Und da, diese Aussage ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Und die Devotees sind manchmal vielleicht nicht ganz zufrieden damit. Vielleicht. Und er erklärt, es gibt einen Bahir Panther und einen Antar Panther. Panther heißt eigentlich Pfad, Weg. Und er sagt, der äußere Pfad, der externe Pfad und sogar der künstliche Pfad ist das, was wir gerade beschrieben haben. Siddha Pranali. Das ist der künstliche Pfad. Warum? Weil dir eigentlich eine spirituelle Form materiell offenbart wird. Es ist noch keine direkte Offenbarung der spirituellen Form. Es ist eine materielle Offenbarung. Die wird einfach gesagt, das und das bist du. Und jetzt, man könnte fast sagen, man meditiert sich da hinein. Und es funktioniert. Es funktioniert. Nicht, dass es nicht funktioniert. Aber es ist nicht leicht. Und viele Devotees, die auch beginnen mit diesem Prozess, beenden ihn nicht, weil es sehr kompliziert, sehr schwierig, sehr viele Entsagungen, sehr viel Meditation, sehr viel innere Arbeit. So, das ist der Antarpanta und Bahirpanta, externe Pfad, künstlicher Pfad eigentlich. Und dann sagt er, dann gibt es einen Antarpanta. Was ist Antarpanta? Antarpanta ist der Pfad von Raghunath Das. Er sagt, es gibt eigentlich zwei Arten von Raghunuga Sadhana Bhakti Yoga. Einerseits eben von Rakesha Pandit, dann zu Gopal Guru Goswami und Dhyana Chandra. Und die haben diesen Pfad beschrieben, auch sehr ausführlich, diese Techniken und so weiter. Und dann über Raghunath Das Goswami kommt der andere Pfad, der mehr oder weniger gar keiner komplizierten Technik und Philosophie bedarf. Und manche Devotees, die eben vielleicht, ja, manchmal übersieht man, übersieht man das, weil es einfach so einfach ist. Und das ist, was Prabhupada letztendlich gelehrt hat und was auch sehr stark von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommt. Nicht von Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur war extrem inklusiv. Kurze Expedition zu Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur war derjenige, der eigentlich, man sagt, der Pionier des Krishna-Bewusstseins. Warum? Weil er war der Erste, der eigentlich Krishna-Bewusstsein wieder in seiner reinen Form gepredigt hat. Natürlich ist das ein Thema, gab es nicht noch andere und so weiter. Und da gab's, kann man in so viele historische Diskussionen hineingehen, möchte ich nicht. Aber nehmen wir mal so, Bhaktivinoda Thakur war der Pionier des Krishna-Bewusstseins. Er war derjenige, der Krishna-Bewusstsein wieder in seiner ursprünglichen Form gelehrt hat, klar gelehrt hat, der ein wirklicher Acharya war. Und er verstand auch, ich muss vorsichtig sein. Er wollte vorsichtig sein, um nicht zu riskieren, dass Krishna-Bewusstsein nicht wieder falsch verstanden wird oder, was ihm fast sogar nicht mehr, aber genauso wichtig war, dass es nicht akzeptiert wird. Und aus diesem Grund war Bhaktivinoda Thakur extrem liberal an verschiedenen Punkten, damit es akzeptiert wird. War sehr, sehr liberal. In der Form, dass er, und mir kommt teilweise vor, er hat zu verschiedenen möglichen Gruppen oder verschiedenen Gruppen auch unterschiedlich gelehrt. Er hat versucht, zu gewissen Gruppen Krishna-Bewusstsein gemäß ihrer Natur ihnen zu erklären. Gemäß ihrer Natur Krishna-Bewusstsein zu erklären. Was sich daran zeigt, dass er zum Beispiel, wenn er zu Akademikern, westlichen Akademikern mit ihrem Geschichtsverständnis, die in die Zeit, die verschiedenen Datierungen und Zeiteinteilungen der Veden
extrem zugeschnitten hat, also zugeschnitten hat auf westliches Geschichtsverständnis. Die großen Zeiträume der Puranas hat er runtergekürzt und in ein modernes Geschichtsverständnis hineingepresst, wie er in seinem Buch Krishna Samhita gemacht hat. Und wenn wir das lesen, dann sagen wir, oh, das haben wir aber so noch nie gehört. Dann wird das auch für uns schwierig, weil wenn wir Prabhupads Bhagavatam-Präsentation kennen und da die verschiedenen Einteilungen, dann fragt man sich, was erklärt Bhaktivinoda Thakur hier? So, Bhaktivinoda Thakur hat viele Zugeständnisse gemacht. Warum? Weil Bhaktivinoda Thakur ging es nicht darum, wie lange sind Yugas und wie lange hat dieser König gelebt und so weiter. Das war für ihn nur ein Mittel zum Zweck. Er wollte den Leuten Krishna geben. Und er sagt, das ist das Allerwichtigste. Ich muss erstmal den Leuten Krishna geben. Wenn sie Krishna akzeptieren, vielleicht sogar Bhaktas sind, dann kann ich ihnen sagen, wie das traditionelle Verständnis ist. Aber sie sollen nicht über scheinbare Differenzen stolpern. Angenommen, wenn dieser westliche Akademiker liest im Purana, oh, es gibt, vor 8 Milliarden Jahren hat Brahma die Menschen geschaffen oder was auch immer, dann sagt er sofort, oh, was für ein Unsinn. Und liest das nicht. Und deshalb sagt, ja, du hast recht. Du hast recht, dass der Schöpfung so gemäß christlicher Einteilung und modernem Wissenschaftsverständnis, okay. Und deshalb Krishna. Ah, okay, dann kann ich ihn akzeptieren. Ja, er hat das was in mancher Hinsicht seine Herangehensweise. Und deshalb muss man auch seine Zeit verstehen. Dieses indische, dieses kolonialisierte christliche Indien. Ja, er selbst war ein Bhadraloka, er war ja auch kein traditioneller, wie gesagt, Bhadralokas, die waren eigentlich die intellektuellen Inder, die für die Regierung gearbeitet haben. Deshalb Bhadraloka, Bhadra, ja, die Glück, vom Glück begünstigten, die vom Glück begünstigten Inder, die Bhadralokas. So, und so Bhaktivinoda Thakur hat dann auch in dem Sinn versucht, Bhakti-Yoga zu erklären. Und deshalb lesen wir im Harinam Chintamani zum Beispiel über Ekadash Bhava, diese 11 Symptome, und wir lesen über die verschiedenen Stufen im hingebungsvollen Dienst und wir lesen eigentlich über diesen technischen Raganuga. Er hat ihn auch erklärt. Und er geht sogar so weit, und das ist natürlich ein interessanter Punkt, er sagt, wenn dir dein Guru deine spirituelle Form gibt, offenbart, und du beginnst das zu praktizieren, aber du merkst, es passt nicht aus irgendeinem Grund, dann gehst du zu deinem Guru, sagst ihm das und er gibt dir eine andere. Da kommt natürlich jetzt die Diskussion rein über die ewige Natur der Seele. Hat die Seele ein Swarup oder nicht? Weil manche interpretieren das auch so, die Seele hat keine Swarup. Sie bekommt eine durch den Sadhana. Ja, so, da gibt es auch wiederum dann diese Ansichten. So, und um all dem aus dem Weg zu gehen, hat Prabhupada das sehr einfach gemacht und grundsätzlich eben zurück. Okay, Bhaktivinoda Thakur war derjenige, der einerseits, er wollte in der Hinsicht alle bedienen. Manchmal kommen wir vor, Bhaktivinoda Thakur wollte alle bedienen, um zum Punkt zu kommen, sich Krishna hinzugeben. Er war sehr inklusiv. Und dann Bhaktisiddhanta war nicht mehr so inklusiv. Nicht mehr. Er war dann spezifischer und gesagt, nein, wir präsentieren auf diese Art und Weise und hat ganz klar sich distanziert vor jeglicher Praxis auch der Babajis. Er hat die Babajis meist kritisiert, was Bhaktivinoda Thakur selbst nicht gemacht hat. Bhaktivinoda Thakur selbst war eigentlich ein Babaji, speziell in späteren Jahren. Dann hat er nur mehr gechantet. So, Babajis sind nicht schlecht. Bhaktisiddhanta, das Guru, war ein Babaji. Also wir haben auch Babajis in unserer Tradition. Aber dennoch, die allgemeinen Babajis und auch Verwalter vom Krishna-Bewusstsein, die Babajis, die in der Advaita-Linie oder Nityananda-Vamsa, wie es heißt, Advaita-Vamsa, Nityananda-Vamsa kommen, die hat er stark kritisiert, sogar als Kasten-Brahmanas bezeichnet. Ja, wir müssen verstehen, Advaita-Chara und Nityananda hatten Nachkommen, hatten Kinder. Und ihrerseits waren keine Brahmacharis, die hatten Kinder und Kinder und Kinder und daraus kommen Vaishnava-Linien. Von Personen, die direkte Nachkommen sind von Nityananda oder Advaita-Charya und die auch noch Vaishnavas sind. Und manche von ihnen meinen, wir sind die einzigen Vaishnavas und wir sind die wahren Vaishnavas, weil wir kommen von Advaita oder Nityananda. So, und oftmals sind sie verbunden mit Babaji, Samrada Kund und so weiter. Ich kenne nicht alle Linien und Traditionen, aber diese hat Bhaktisiddhanta sehr kritisiert, weil sie seiner Ansicht nach
nicht richtig verstanden haben, wie Krishna-Bewusstsein funktioniert, oder weil, ja, ich habe jetzt nicht alle historischen Details oder philosophischen Details studiert. So, aber jedenfalls packte sie dann das Saraswati, soweit mir bekannt und speziell reflektiert in Srila Prabhupada, hat sich distanziert von dieser Raganuga-Praxis. Wie Bhaktivinoda Thakur sagt, von diesem externen Pfad. Und deshalb auch Srila Prabhupada, so ist es mir, scheint es mir, hat Prabhupada das nicht gelehrt. So, was ist dann unser Raganuga? Heißt das, wir praktizieren nicht Raganuga? Wir gehen alle nach Vaikuntha. Nach Vishwanath gehen wir alle nach Vaikuntha, wenn du nicht Raganuga Sadhana Bhakti Yoga praktizierst. So, und bevor ich über Prabhupads Herangehensweise spreche, habe ich vor kurzem einen sehr interessanten Punkt gehört von Jiva Goswami. Und zwar sagt er, das technische Wort ist mir gerade entfallen, also er hat gesagt, es gibt eine spezielle Art von Bhakti Yoga, die praktisch ein Verbindungsglied, könnte man fast sagen, ist von Vaidhi zu Raganuga, was aber schon Raganuga bedeutet. Und das ist allein den Wunsch zu haben, Raganuga Sadhana Bhakti Yoga auszuführen. Also noch nicht diese Offenbarung der spirituellen Form, diese Greed, ich möchte mal in Gruppe, dieser Gruppe oder jener Gruppe sein, noch nicht das, sondern einfach nur mal, ja, das will ich machen, das will ich anstreben. Er sagt, das ist schon Raganuga Sadhana Bhakti Yoga. Es ist halt wirklich die oder der Anfang vom Anfang, aber es ist schon Raganuga. Und allein in dieser, auf diese Art und Weise sind wir Raganuga Devotees, wenn wir uns damit beschäftigen, was wir zwangsläufig ja tun, weil wir Srila Prabhupada folgen, der ja Krishna gegeben hat. Der überall Radha Krishna Detis installiert hat. Radha Krishna Detis haben nur Raganuga Sadhana Devotees. Auch wenn wir noch gar nicht alles verstehen und gar nicht wirklich realisiert haben, dennoch. So, und jetzt zu Srila Prabhupada. Wie hat es dann Prabhupada gemeint? Beziehungsweise, was ist dann dieser Pfad von Raghunath Das? Der Pfad von Raghunath Das ist das Chanten von Hare Krishna. Das Chanten von Hare Krishna ist der Pfad Chetu Darpana Marjanam. Ganz simpel. Das Chanten der heiligen Name reinigt dein Herz und offenbart alles. Und Srila Prabhupada erklärt zum Beispiel im Bhagavatam, ich habe es leider jetzt nicht da, im 10. Kanto, 3. Kapitel, Vers 38. Nee, ist okay. Paraphrase, wie sagt man nicht? Das ist einfach. Und da sagt er genau das, dass in 2, 3 Sätzen, ganz klar sagt er, durch das Chanten von Hare Krishna gehst du zurück in die spirituelle Welt und du bekommst Swarup Siddhi. Swarup Siddhi. Siddha Deha. Swarup Siddhi. Einfach durch das Chanten des heiligen Namens. Und auch Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat dem Chanten des heiligen Namens extreme Wichtigkeit beigemessen. Und er hat gesagt, wir brauchen alles andere nicht. Das alles andere brauchen wir nicht. Nun gibt es aber die Devotees, die sagen, nein, wir brauchen das, weil wenn wir das nicht tun, dann machen wir nicht Raganuga, dann machen wir nicht das, was unsere Tradition uns kommuniziert hat, dann machen wir nicht das Richtige, dann machen wir was falsch vielleicht sogar. Bhaktisiddhanta hat gesagt, brauchen wir nicht. Prabhupada hat nichts darüber gesagt, weil er verstanden hat, brauchen wir nicht. Und nicht, weil Prabhupada nur das ABC gelehrt hat. Prabhupada hat den höchsten Bhakti-Yoga gelehrt, auf eine Art und Weise, die wir überhaupt nichts damit zu tun haben, besonders am Anfang, sofort verstehen können und was wir sofort praktizieren können. Und der heilige Name macht alles. Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt in seinem Raghavatma Chandrika, dass drei Medien offenbaren dir deine Swarup. Einerseits der Guru, andererseits ein Acharya, und das spielt eben in diese Raganuga Sadhana Prozess, den ich vorher beschrieben habe, hinein. Und dann sagt er, oder Krishna. Krishna selbst. Und das ist unser Pfad. Durch das Chanten von Hare Krishna offenbart der heilige Name Krishna letztendlich alles und führt uns bei der Hand nach Goloka Vrindavan. Und das muss jetzt so, wie kommen wir nun zu dem Raganuga Sadhana, der konkret einem Rag Atmika Bhakta folgt? Deshalb
liest der Devote das Bhagavatam. Wir sollen Bhagavatam lesen, wir sollen die Geschichte über Krishna lesen. Gepaart mit dem hingebungsvollen Dienst und dem Chanten wird automatisch durch diese ernsthafte Absorbierung und Hören über Krishnas Lila der Devote angezogen sein zu einem Devote, einem Ragatmika Devote und wird diesem folgen. Was heißt folgen? Folgen heißt, ja, ich möchte so sein wie er oder sie, ich möchte mehr über diese Person hören, ich möchte diese Person als Vorbild haben, und durch das Chanten offenbar entwickelt der Devote seine spirituelle Form. Es ist einfach und erhaben und praktisch. Es ist nicht kompliziert. Ja. So, das ist mehr oder weniger das, was ich mir gedacht habe in dem Zusammenhang. Und deshalb müssen wir das auch studieren, was Prabhupada darüber sagt, und einfach praktizieren. Und ein wichtiger Punkt, den ich noch erwähnen möchte am Schluss, ein extrem wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf in dieser ganzen Diskussion. Angenommen, Prabhupada hätte diesen technischen Pfad gelehrt, in dem es eigentlich den meisten Devotis dann darum geht, wer bin ich? Wer bin ich in der spirituellen Welt? Und so weiter. Wenn Prabhupada das gelehrt hätte, meiner Ansicht nach gäbe es keine Hare Krishna Bewegung. Dann gäbe es keine weltweite Hare Krishna Bewegung. Oder gäbe es nicht, wie sie jetzt wäre. Warum? Weil niemand würde predigen. Niemand würde predigen. Könnte ja gar nicht, weil man die ganze Zeit mit sich und seinem Sadhana beschäftigt ist. Natürlich würde man auch predigen, aber nicht in dem Rahmen, nicht in dem Maß, nicht in dem Ausmaß und der Quantität. Prabhupada unterscheidet, es gibt ein Bhajanandi und es gibt ein Goshtianandi-Devoti. Bhajanandi sind die Devotis, die aus ihrem eigenen Bhajan Freude erfahren. Und Goshtianandi-Devoti sind Devotis, die aus eigentlich dem Weitergeben des Krishna-Bewusstseins Freude erfahren. Natürlich sind wir auch Bhajanandi-Devotis, wir machen auch Bhajan. Wir chanten unsere Runden und so weiter, natürlich. Und das ist auch die Basis und muss die Basis für die Freude sein, die wir dann auch weitergeben wollen. Und nun noch dieser Punkt. All der spirituelle Fortschritt kommt ja durch die Segnung von Krishna und durch die Segnung des spirituellen Meisters. Und wir wissen, dass Krishna und der spirituelle Meister sehr erfreut sind, wenn wir Krishna-Bewusstsein predigen, weitergeben, anderen darüber erzählen. Und die Barmherzigkeit, die wir dadurch bekommen, durch das Wohlwollen, das wir von Krishna bekommen, ist ein Antrieb weiterhin auch für unser spirituelles Leben. Diesen Faktor hätten wir nicht. Und gerade diesen Faktor brauchen wir, weil wir sind eigentlich sehr unqualifiziert für spirituelles Leben. So, das würde entfallen. Und deshalb fällt es, die Devote ist extrem schwierig, diesem Pfad zu folgen, diesem technischen Pfad zu folgen. Prabhupada spricht ja auch immer über Ashtanga-Yoga als sehr technisch und sehr schwierig. Und dieser Sadhana ist auch recht technisch und schwierig. Natürlich ist gewisse Geschmack und Lieblichkeit, Madhurya dabei. Und es mag Devotis geben, die das auch mögen und können. Ich sage nicht, dass es schlecht oder falsch ist, aber für die Masse der Devotis funktioniert der Prozess, den Prabhupada gegeben hat. Nur wir müssen ihn mal richtig anwenden. Wenn ein Devot jetzt sagt, das funktioniert nicht, dann meine ich, dann hast du nicht richtig gemacht. Der heilige Name ist so mächtig. Rupa Goswami hat ein Buch geschrieben, das Namashtakam. Oder es gibt, also da geht es um den heiligen Namen, oder es gibt das Kevalashtakam. Nam Kevalashtakam. Das heißt Kevalashtakam. Nur der Name. Ausschließlich der Name. Ja. So, wir müssen mal diesen Namen wirklich nutzen und er wird alles offenbaren. Wir können nicht frühzeitig den Prozess ändern, weil wir meinen, funktioniert nicht, auch wenn es jahrelang gedauert hat, nur weil wir es nicht richtig angewandt haben. So, ich meine, dass dieses Verständnis sehr wichtig ist, um uns auch auf dem Pfad zu halten, um auch nicht entmutigt zu sein, gerade wenn wir mit Devotis zusammentreffen, die vielleicht andere Ansichten haben. Weil viele Devotis ändern ihre Spiritualität aufgrund
Mangel an Wissen, Mangel an Vertrauen in Srila Prabhupadas, ganz einfache Anweisungen. Und dann verlassen sie teilweise sogar ISKCON oder gehen zum anderen Linien. Darf jeder machen. Alles okay. Ich tue das nicht verdammen. Jeder kann machen, was er möchte. Aber ich sage nur, Prabhupada ist ein außergewöhnlicher Acharya und hat uns sicher nicht zu wenig gegeben. Nur Prabhupada, und das ist genau Prabhupadas Genie, dass er es auf eine Art und Weise gegeben hat, die jeder, sogar jedes Kind fast verstehen kann. Und jetzt denken halt andere, nee, das kann doch nicht so einfach sein. Und das Technische, das klingt dann einfach viel sophisticated, sophisticated. Raffinierter, fortgeschrittener. Und deshalb muss das jetzt richtig sein. Können nicht sehen, dass Prabhupada in seinem Genie es so leicht gemacht hat, dass das jeder praktizieren kann. Und dass dennoch die höchste Perfektion, dennoch alles da drinnen ist. So, unser Prozess ist das Chanten des Heiligen Namens in jeder Form, ob laut oder leise. Und auch laut ist sehr wichtig, damit auch andere es hören können. Das heißt, du machst gerade den höchsten Sadhana, die mächtigste Spiritualität und gleichzeitig verbreitest du diesen Heiligen Namen, was ein extrem wichtiges Element in unserer Spiritualität ist. Und noch dazu die Barmherzigkeit von Krishna anzieht. So, was soll uns das nun bringen, diese Information? Ja, wir sollen nutzen, wir sollen den Heiligen Namen nutzen. Tagtäglich in unserer Japa-Meditation. Und volles Vertrauen und volle Hingabe und volle Entschlossenheit in diese Meditation legen und bei Krishna Zuflucht suchen. Und Krishna wird uns so ermächtigen, dass wir diesen höheren Geschmack erleben, dass wir alle Perfektion erreichen. Letztendlich, dass wir voll und ganz zufrieden sind. Dass du chantest, es passt alles, ich muss da nichts ändern, der Heilige Name führt mich, inspiriert mich und du bist glücklich. Das ist, was wir erreichen wollen. Und das ist, was der Heilige Name tut und kann. Das ist unser Prozess. Hare Krishna. Ja, danke vielmals fürs Zuhören. Wenn es irgendwelche Fragen, Kommentare gibt. Ja. Wir warten mal kurz. Vielleicht kommt ein Mikrofon, das dann für die Aufnahme auch dabei ist. Hare Krishna. Hare Bo. Danke für die schöne Lektion. Das erste ist nur eine Verständnisfrage vom Board. Also Raga Yoga ist immer noch trotzdem auf Sadhana Bhakti Stufe. Ja, klar. Raga Yoga, Sadhana Bhakti Yoga. Das ist nicht. Also Raga Yoga und Vaidhi Bhakti sind beide Sadhana. Genau. Sadhana Bhakti hat zwei Arten oder Stufen. Darüber habe ich jetzt gar nicht so sehr gesprochen. Ein bisschen auch, aber ja, genau. Vaidhi Sadhana Bhakti Yoga und Raga Yoga, Sadhana Bhakti Yoga. Ja, und die zweite Sache, die ich mich jetzt gefragt habe, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen von der Zeit, das ist ein bisschen komplexere Frage, aber geht halt so in die Richtung wegen Swarupa. Ich habe auch schon eigentlich öfters gehört, dass sich ein Devoti, auch wenn er das vielleicht noch gar nicht weiß und wirklich noch vielleicht in Maya ist, aber weil Krishna da ja ist, dass er sich automatisch eigentlich schon zu der Sampradaya angezogen fühlt, natürlich, wo die Swarupa ist. Also so könnte man jetzt so zusammenfassen. Ich meine, ein ISKCON ist ja das mit den Manjaris und so weiter, ich weiß jetzt auch nicht so viel, aber ist ja schon relativ spezifisch. Und da jetzt die Frage, ist das da wirklich so, dass im Prinzip, ich sage mal, der Großteil der ISKCON-Devotis das wirklich als Swarupa haben und sich deswegen angezogen fühlen zu Prabhupada und dieser Stimmung? Also, das ist auch ein Thema, ich weiß es nicht. Ja, hat die, wie in welcher Form die Swarup schon da ist oder nicht, aber manche Devotees verlassen ja ISKCON auch wieder. Also das ist noch ein anderer Punkt. ISKCON ist zumindest, also ist einerseits ist es das Zuhause für Devotees, aber für manche ist es ein Tor zu ihrer Sampradaya. Es gehen ja Devotees durch ISKCON ja nicht nur zu den Babajis, manche gehen auch in Sri Sampradaya, gehen nach Südindien und sind auch Narayan und haben Bhakti für Narayan, ja, oder Ramachandra vielleicht. Und das ist wiederum Prabhupadas Genialität, dass mehr oder weniger nur durch ISKCON und nur durch Prabhupada in der Hinsicht nicht Devotees zu Devotees werden. Es gibt schon auch, dass nicht Devotees zu Devotees werden, aber die Masse kommt durch Prabhupada. Und Prabhupada ist in der Hinsicht nicht angehaftet und sagt, okay,
dann geht dorthin, wo ihr happy seid, aber klar freut er sich über seine Leute, die dann für ihn arbeiten und bei ihm sind. Und der andere Punkt ist, wenn wir den Heiligen Namen richtig chanten, der offenbart uns dann den richtigen Pfad. Ob die Svarup vorher schon da war oder nicht, ist eigentlich unwichtig. Hauptsache ist, du machst Fortschritte und findest die Barmherzigkeit vom Heiligen Namen. Ja? Okay. Und ganz kurz, ich bin gleich fertig. Und ganz wichtig ist, Prabhupada erklärt ganz klar, wir haben 5 Rassas. Klar, für uns sind 3 wichtig. Sakya, Vatsalya und Madhurya. Und in Madhur sind die anderen mit drin. Aber es kann schon sein, dass du innerhalb von ISKCON dich hingezogen fühlst zu Sakya-Rasa. Ja, also es ist nicht so, dass wir alle Manjaris sein müssen. Chante Hare Krishna und Krishna wird das offenbaren. Ja, und lies über Krishnas Lila und folge dann, wie man sagt, folge dann deiner Bhakti. Plus, dass wir Krishna-Bewusstsein predigen. Das ist, was Prabhupada unbedingt möchte. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Definitiv nicht. Da ist so viel Nektar in Prabhupadas Bewegung eigentlich. Ja. Okay? Gut. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai.